Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Willkommen zu der wahrscheinlich letzten Aufnahmesession, die wir machen werden in Skyrim. Es ist für meine Verhältnisse, wenn ich aufnehme, sehr früh am Tag. Ich wollte eigentlich noch früher anfangen, aber es hat sich leider nicht ergeben. Das heißt, wir fangen jetzt mal an. Und gucken, wie weit wir kommen. Ich denke mal, so viel steht nicht mehr auf der Agenda, aber der Plan ist heute tatsächlich, noch alles zu machen, was noch fehlt. Sprich, Dunkelbruderschaft, Hauptquest und Bürgerkrieg. Und natürlich die letzten zwei, drei Kleinigkeiten einsammeln, aber ein Teil davon wird sich während der Hauptquest ergeben. Und zwei Dinge, die ich auch noch nicht gemacht habe. Zum einen haben wir noch nie Drachenknochenpfeile gebaut. Doof. Sollten wir vielleicht mal machen. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, ist in Skyrim geheiratet. Oh. Lydia fühlte sich gleich angesprochen. Spoiler, wir heiraten nicht Lydia. ich muss mal gucken, was wir für die Pfeile brauchen. Das weiß ich nämlich nicht. Ich weiß, es ist Holz, ist aber irgendwas Drachenzeugenmäßiges. Ja, nee, das ist klar, dass es nicht geht, weil die Materialien fehlen. Drachenknochen und Feuerholz. Feuerholz, keine Ahnung, ob ich da noch genug habe. Wahrscheinlich nicht. Bones and Remains, ne? Raw Materials vielleicht. Feuerholz. Naja. 10. Mal sehen, wie viele Pfeile das ergibt. Und wir haben ja tonnenweise Drachenknochen. Also, ja, tonnenweise. Du bist zu fett, du kannst nicht laufen. Das weiß ich. 24. Wie viel kann ich denn davon herstellen jetzt? Okay. Ich möchte gern mehr herstellen. Übertreib's jetzt mal, weil es Endgame und... Also pro Holzscheit, genau. Dann haben wir jetzt, also pro einmal Drachenknochen und einmal Holz 24 Pfeile. Das ist ordentlich. Das kann sich sehen lassen. So, den Kleinkram. Die werde ich ja nicht los, ne? Dadurch, dass es Quest-Items sind. So. Die Drachenknochenpfeile sind, glaube ich, die besten, die du kriegen kannst. 240 Stück, damit kommen wir eine Weile hin. 25 Schaden und die Dädrischen machen 24. Ja gut, ein Punkt. Nun. Was benötigt ihr, mein Tade? Nüscht. Gehs Haus putzen, ist okay. Entschuldigung, das war jetzt nicht akkurat. Das war jetzt... Nicht, dass sie denkt, nur weil sie eine Frau ist, aber... Das hätte ich jetzt auch zu einem Mann gesagt. Geh putzen. Mach dich nützlich. So. Nein, die Becher will ich nicht mehr. Die haben wir ja aufgesammelt. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, Lydia hat die umgerissen. Du kannst auch putzen gehen dann. Wie gesagt. Taschentechnisch. Oder irgendwas, was wir nicht brauchen. Den werde ich auch noch nicht los. Keine Ahnung, diese blöden Stäbe nicht loswerden. Ne? Ja, nun. Dann, das Ding bleibt da. Achso, wir brauchen ein Amulett von Mara, weil wir heiraten wollen sollen. Haben wir das? Ja. Ich hoffe, sie nimmt jetzt nicht das Gestohlene. So, wir müssen das Ding mal anlegen. Ja, nimmt das Gestohlene. Ja gut, das passt doch zum Dieben. Zum Dieben sein. Oh Gott, Gott, Gott. So. Sieht man das? Nee. Wenn ich die Rüstung ausziehe, sieht man das. Tada. So, volle Montur. Ich würde sagen, wir heiraten die Ayela. Die ist auch Werwolf, passt. Boah, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Ich bin eine Katze. Was erwartest du? Ob ich nach Hund oder Katze rieche? Hallo. Abgesehen davon, ich habe mal nachgeguckt, wen man so heiraten kann. Hey, was soll denn das?
verschmähen würde. Wählt aus meinem hochwertigen Fleisch. Ach so, ja. Eine Kleinigkeit wollte ich auch nochmal erledigen. Ich weiß, ich habe das mal aus Gag gemacht. Aber ich habe einfach keinen Nerv mehr. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich gehöre zur Gilde. Hier, mein Kopfgeld. Ich ergebe mich nicht, ich gehe ins Gewehr. Ich kann sogar dafür sorgen, dass sich all eure Probleme mit den Wachen in Luft auflösen. Aber das wird euch was kosten. Was sagt ihr? Ja. Ist erledigt und jetzt geht, bevor ihr mich in Schwierigkeiten bringt. Moment, das machen wir nochmal. Ja, klar. Danke, ich gar keiner sehen dürfen. Schweinerei. So. Der geht mir nämlich einfach nur auf den Zünder, der Typ. Blablabla, die ganze Zeit. Ich weiß, ich habe das, wie gesagt, mal aus Gag gemacht, aber mittlerweile... Ja, was soll ich sagen? Er nervt einfach nur noch. So, hat's jemand gesehen? Wer sieht denn das immer? Das kann doch gar nicht sein. Moment. Das ist doch nicht wahr. Ich meine, ich gehöre zur dunklen Bruderschaft. Ich habe so Schleichflicks. Ich war unsichtbar. Ich war fucking unsichtbar, ne? Aber gut, es ist helllichter Tag, ne? Wir warten mal einen Moment. Wir warten mal einen Moment, sagte ich. So. Das ist, bevor wir hier Hochzeit halten, der Typ muss weg. Ihr seid zurück. Ach, du willst mich doch verarschen. Könnte ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben haben? Bitte. Wenn du mich dann in Ruhe lässt, Kind, natürlich. Ihr seid super. Danke. Wie hat die mich hier gefunden? Der bleibt auch Tag und Nacht, ne? Jemand muss etwas unternehmen. Hä? Wie jetzt? Hä? Moment, wieso Feinde? Nö, hat keine, also noch bin ich unschuldig. Ich war es nicht. So. Mit den besten Grüßen an Ulfric. Warum? Wahrscheinlich, weil ich mich gerade... Ein letzter Versuch, ansonsten darf er doch noch leben. Sind Feinde in der Nähe. Sind Feinde in der Nähe. Ja, mich hat doch keiner gesehen. Wie kann das sein? Ich habe kein Kopfgeld. Ich muss mal jetzt ganz doof fragen. Ich meine... der ist eines natürlichen Todes gestorben. Altersschwäche. Feind in der Nähe. Stehe ich nicht. Warum? Das ist wirklich? Wieso wäre ganz ohne Scheiß hier? Die ganze Stadt ist voller Leute. Alle tragen Waffen. Der fällt um. An Altersschwäche verreckend. Und ich werde verantwortlich gemacht? Also,
Witz, oder? Wir gucken mal. Wir wollten ja eh zu Ayela. Oh, ich kann nicht warten. Wir warten mal 24 Stunden. Oder so. Ja, bis zum Morgen. Vergeben und vergessen. Lass sie doch. Sag mal. Mögen die Götter über eure Ihr seid Kämpfe jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Habe ich das Amulett nicht um? Doch. Also gut. Habt ihr Ratschläge für mich? Also gut. Tja, dann müssen wir doch jemand anderes heiraten. Verdammt. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr ausseht. Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd gehen. Das ist ja merkwürdig. Also gut. Übrigens, die Quest der Gefährten ist durch, ne? Also, ich habe mal gegoogelt noch. Das mit diesen, ich suche Arbeit, das bleibt erhalten. Schade, ich wollte Ayela heiraten. Es soll auch angeblich gehen. Werde ich jetzt nochmal verdächtigt? Nö. Puh, habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Na danke. Was machen wir denn da? Tja. Doch Lydia heiraten. Ich hörte, dass ihr diese widerlichen Hexen zur Strecke gebracht habt. Habt ihr was auch gut nur gemacht, annähernd frisches? Ich kann euch versichern, es ist alles frisch. Ich jage täglich. Wie ihr meint. Vielleicht möchtet ihr von dem Hauker probieren. Oder etwas Rind. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Danke. Lebt wohl. Tja. Seid ihr verheiratet? So seht ihr auch aus. Behandelt eure Frau immer mit dem nötigen Respekt. Bin ich verheiratet? Interesse? Nee, noch nicht. Achso, übrigens. Was wollte ich noch sagen? Verheiratet und so weiter und so fort. Faden verloren. Achso, ja. Was ich vorhin sagen wollte mit dem Heiraten und so. Ich habe mal geguckt, wie man heiraten kann. Männlich wie weiblich, weil man könnte jetzt auch einen Mann heiraten, wenn ich wollte, im Skyrim. Was ich jetzt cool finde, dass man halt da keine Unterschiede macht. Ich kann bloß keinen Khajiit heiraten. Es gibt Agonir, aber es gibt keinen Khajiit, den du heiraten kannst. Das finde ich ein bisschen fies. Und dir? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Die darf ich auch nicht heiraten. Dann nehmen wir die. Ich weiß, dass Kotlak Weißmähne zuletzt... Dann heiraten wir. Dann heiraten wir. Ja, was soll's. Ihr seid der Herold, der Bote der Gefährten. Welch eine Ehre, vor euch zu stehen. Ich meine, die Lydia ist jetzt nicht die Hellste, sie läuft gegen eine Leiter, aber wir lieben sie trotzdem. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Vielleicht. Auf Wiedersehen. Vielleicht, weil das Ding gestohlen ist? Wartet mal. Amulett von Mara. Nehmen wir eins, was nicht gestohlen ist. So. Hoppala. So. So. Jetzt fragen wir die Lydia nochmal. Wenn das klappt, dann fragen wir die Ayela. Wo ist sie denn hin? Lydia? Nee. Jetzt hängt sie mal hier ab. Kaum hegt man hier Absichten, haut sie ab, weißt du? Jetzt haben wir am Anfang der Folge rumgeeiert. Warum ist das eigentlich zu? Rumgeeiert? Ich glaube, Lydia hat Angst vor uns. Scheiße, er will sie heiraten. Jetzt ist sie verschwunden.
Nun. Mach ich ihn da? Ich probiere es nochmal bei Ayela. Koteletts und Steaks, die selbst ein Jahre nicht verschmähen würden. Mach Unterkünfte, okay. Gefertigt vom großen Eol und um Gottes Willen. Noch jemand, der rumkrakelt. Es ist so still hier, also es ist echt. Ach, er schläft, ist ja toll. Find ich gut von ihm. Weitermachen. Sag mal. Nee, besser nicht fragen, sonst geht er nach hinten los. Da ist sie doch. Habt ihr Ratschläge für mich? Nö. Also gut. Ich meine, wir gehen mal nach Rifton und fragen mal Mara mal, weil irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt hast du schon mal die Absicht hier zu heiraten, das darfst du nicht mal. Ich meine, wir sollen eh zur Diebesgilde wegen der Quest der dunklen Bruderschaft. Heiraten verboten hier, oder was? So, jetzt ist die Frage, Mara mal, wo ist der Kerl? Ich heirate sie alle weg, wenn es sein muss. Würde gerne meine Frau im Spiel heiraten, das geht bloß nicht. Also meine RL-Frau. Ja, der Priester zu Hause. Ich würde sie immer wieder heiraten. Da. Möge Mara euch segnen. Ich möchte mehr über Mara erfahren. Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Könnte ich heiraten? Aber ja. Natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Nee. Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz, daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Okay. Nehmt ihr Almosen? Aber natürlich. Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Ich spende ein andermal hier 5. Ich könnte mehr spenden? Danke. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Gib dir gerne noch mehr. Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehnen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Okay. Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Tja. Jetzt haben wir gefragt, ob wir hier heiraten dürfen. Er sagt ja. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Wen fragen wir denn dann mal? Nee, besser nicht. Nee. Wie sieht's mit der aus? Ein Amulett von Mara? Das würde Seid ihr nicht verheiratet? Erstaunlich. Mjoll würde sagen ja. Hast du Interesse? Und ob? Ich würde gerne an eurer Seite stehen, bis die Göttlichen uns holen, wenn ihr mich wollt. Ja, die ist eigentlich eine Liebe. Und Riften ist meine favorisierte Stadt, auch wenn ich im Weißlauf lebe. Na dann, lass uns. Zusammen. Ist auch kürzer der Weg hier. Wie gesagt, ich heirate sie alle weg, wenn es sein muss. Ist ja im Prinzip das Achievement, was noch fehlt. So. Kurzer Dienstweg.
Wie kann ich euch helfen, mein Sohn? Möchte gerne heiraten. Ihr wollt euch trauen? Es ist schön, auch in diesen schwierigen Zeiten die zarte Pflanze der Liebe erblühen zu sehen. Eure Trauung wird morgen stattfinden. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Kommt nicht zu spät. Ihr wollt doch eure eigene Hochzeit nicht verpassen. Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren. Warte.